Ja, am Start. Und ja, heute gibt's Grand Collection. Grand Collection. Also, erstens mal haben wir diesen hier. Der ist 9 Volt. Batterie, das ist mein alter Computer. Dafür. Er kann nicht fahren. Weil. Ja. Weil das kleine Gerät hier. Das sind wir nicht an, das hört sich nicht so schwer. Ja, sehen die. Dann werde ich das hier weggefahren. Das hier ist nächstens habe ich Männer in Golden. Tja, der geht normal und dann habe ich ihn hier, habe ich hier irgendwas gesehen? Ich meine, hier, wo ist es hier? Bei den Dreckschauen. Das hier bei meinem alten Golden. Ich hatte noch einen Golden, aber diesen hier ist bei meinem alten Golden, den ich hier war, wo ich ihn bekommen habe. Dann habe ich normale Schrauben genommen und zu ihm zugefügt. Ey. Nächstes ist mein alter Gordon. Tja. Sorry. Das ist mein alter Gordon. Und tja. Der war mit schwarze Farbe alles angemalt, dafür habe ich Nagellackentferner genommen und alles rausgenommen. Das war heute. Und jetzt sieht es so aus. Ein bisschen in meinen nächsten Videos wieder halt benutzt. Und dieser wird nur als Fahnen benutzt. Und dieser als Highski. Dieser als Highski. Und dann kommen wir mal zu diesem hier. Den habe ich seit sieben Jahren. Und das ist so cool. Tja, man kann den nicht aufmachen. Kann er nicht aufmachen, oder? Nein. Da habe ich mein Take and Play Gordon.
den ich vor 2,5 Jahren, glaube ich, gekauft habe. Scheiße. Tja, so. Und was mir aufgefallen bei dem ist, ich meine hier, warte, was mir aufgefallen bei dem ist, ihr seht ja, das hier, das hier, die Buffers, ich kann es nicht auf Deutsch, halt, ich kann es nicht auf Deutsch, das. Und das ist ja ganz anders. Ich zeig's euch bei diesem hier. Ganz anders. Eigentlich ist das irgendwie falsch gebaut. Tja. Und das war's mit der Gordon Collection. Einmal wird ihr die Rennen sehen, aber außer die zwei, den hier und den hier, aber außer die, und den werde ich in meinem Ladenvideo benutzen, Respekt vor Gordon, und den werde ich bei einem der Fastest and Best in Pull the Express, da muss ich alle herstellen, und tja, ich hab tja, und diesen werde ich noch reparieren. Also, das war's.